Hallo Leute, heute wollte ich euch mal zeigen, wie man den Jack Jump im PUBG mit einer Taste belegt. Muss man nur noch eine Taste zum Springen drücken und man springt schön durch alle Fenster durch und so hoch wie möglich. Sieht ganz einfach. Man müsst eigentlich einfach nur hier Windows User, euer Benutzername, App Data, Local. GSL Game, Saved, Config, Windows. Dann geht ihr hier in diese Datei, öffnet die mit WordPad. Geht ihr hier in diese Datei rein. Dann sucht ihr nach eurem Toggle Crouch Key. Und da müsst ihr, da sind hier so zwei Klammern, so wie hier. Für den zweiten Key hier ist zum Beispiel, ich springe mit Y. Jump Y. Ist das hier, man kann es mittlerweile einen zweiten Key da drauf belegen. Dann sucht ihr danach bei Toggle Crouch hier gleich darunter und dann belegt ihr Toggle Crouch mit dem gleichen Key wie euren Jump Key. Bei mir ist das Y, bei euch wäre das dann wahrscheinlich Spacebar. Ich crouch mit Spacebar. Macht ihr das hier, fügt das hier hinzu in diese leeren Klammern hier, das würde dann aussehen wie hier. Und das war's eigentlich schon. Dann müsst ihr das noch speichern. Und dann seid ihr good to go. Viel Spaß damit.